Hallo Fahrradfreunde, schönen guten Morgen. Heute unsere nächste Tour, die geht von Laas nach Bozen. Es wird so 70 Kilometer lang sein, es wird für eine relativ entspannte Tour mit wenig Höhenmetern. Und ich denke mal, das Wetter ist gut, ist nicht zu warm. Wir fahren erstmal nach Bozen und wir melden uns dann später nochmal. Bis dann, tschüss! Unser Weg, der wird uns heute wieder weitestgehend bis Bozen an der Edge entlang führen, bevor wir dann dort in Bozen auf die Eisack treffen. Italienischen Fahrradwegen angekommen. Ein Traum hier auf dem leichtwelligen Gelände. Es geht mal berghoch, bergrunter, wunderbar. Mittlerweile sind wir auch mitten jetzt im Obstanbaugebiet. Hier wechseln sich jetzt wieder Wein und Äpfel ab. Apfelstand. Ja, jetzt gehen wir in den Laden. Selbstservice. Selbstservice. Was gibt es alles? Der Apfel. Ein Apfel, 50 Cent. Hier gibt es Apfelsaft, Äpfel, Kleber mit Apfelmus und Marmelade, Fruchtaufstrich, Birne. Und der Äpfel. Nähere Einzelheiten. Die Tourdaten und die GPS-Filets gibt es weiterhin bei Komoot. Dafür habe ich euch in der Videobeschreibung den entsprechenden Link gesetzt. Jetzt sind wir hier beim Örtchen Latsch angekommen. Hier ist vor 14 Tagen nach schweren Unwettern ein großer Stein auf die Straße gestürzt. Uns war gar nicht so klar, was dann passiert, wenn die Straße und der Fahrradweg gesperrt ist. Das hatten wir bloß bei uns in der Zeitung gelesen, aber er ist wieder weg, der Stein, alles wieder gut. Die Tour geht weiter. Thank you.
Jetzt erreichen wir gleich die Gemeinde Castelbell-Chance. Hier oberhalb droht das Schloss Castelbell. Hier in der Nähe gibt es ein anderes Schloss Juval, die Sommerresidenz von Reinhold Messner. Vorstellt, dass wir schon seit über 20 Kilometern hier auf solchen wunderbaren Fahrradwegen fahren, unvorstellbar. Auf alle Fälle ist das Fahrradaufkommen jetzt höher geworden, als wie es in den letzten Tagen war. Ist nicht mehr so ruhig. Na, das ist ja mal eine Aussicht hier. Da hinten unten irgendwo ist dann Meran, aber das ist noch ein Stück. Es ist ein Bombenwetter. Man hat hier von dem Aussichtspunkt einen wunderbaren Blick in das Tal und alles super. Die Wege bisher super, einwandfrei.
Weg nach Naudorf mit den 11 Kern. Ah, ist schon geil gemacht, hier noch dieser Fahrradplatz hier, einmal frei. So was kann man sich auch mal bei uns wünschen. Ist es nicht toll? Es ist toll. Ja, und weiter geht's mit der rasanten Abfahrt Richtung Meran. Sind wir dann in der zweitgrößten Stadt Südtirols angekommen, dem Kurort Meran. Das werden wir uns jetzt mal noch ein bisschen anschauen und noch ein Käffchen trinken, bevor dann unsere Weiterfahrt dann nach Bozen erfolgt. Wir sind gerade auf dem Weg jetzt von Meran nach Bozen. Der Weg verläuft über einen sehr schönen Fahrradweg, aber sehr unaufgeregt. Links sind Äpfel, dann kommt eine Bahnstrecke, dann kommt unser Fahrradweg, rechts kommt die Edge und dann kommt die Autobahn. Also nichts Besonderes. Bleibt dran, bis später.
Vorher war so eine Bikehausstation ausgeschildert. Da werden wir jetzt nochmal was zu trinken holen für unsere weitere Fahrt. Diese Dinger gibt es ja öfters mal in Italien. Das ist eine feine Sache. Die Burg Sigmundskron. Ja, die Burg Sigmundskron ist eine der größten Burgen in Südtirol und beherbergt das Messner Mountain Museum, eines von 6 Museen, die der Bergsteiger Reinhold Messner betreibt. Mut vor. Fahrt gute Bozen. Dann gucken wir vorne mal. So, jetzt fahren wir durch den Tunnel wieder zurück. Das war falsch gewesen. Ja, wenn man schläft oder sowas, da kann das schon mal passieren, dass man dann mal falsch abbiegt. Das war auch ein bisschen irritierend. Hier war von einer Bozenradroute die Rede gewesen auf den Schildern hier. Das hat mich ein bisschen verwirrt, aber macht nichts. Jetzt fahren wir dafür schön hier auf einer alten Bahnstrecke entlang Richtung Bozen. Ist ja nicht mehr weit. Jetzt überqueren wir nochmal die Edge, bevor wir dann Richtung Bozen dann an der Eisack entlang fahren werden. Traumhafte Tour neigt sich dem Ende entgegen. Nach rund 77 Kilometern haben wir jetzt Bozen erreicht. Unser Hotel liegt direkt am Bahnhof. Das werden wir jetzt noch fahren. Dann werden wir uns noch durch den Bozen angucken. Und morgen machen wir einen Tag frei. Dann machen wir einen Wandertag hier und schauen uns mal die Gegend an. Die Tour heute selber war relativ entspannt gewesen. Keine größeren Steigungen, alles relaxed. Der Akkuverbrauch der E-Bikes war zu vernachlässigen gewesen. Da es immer leicht bergab ging, ist man zügig unterwegs gewesen, meistens an der Motorabschaltschwelle von 25 km/h. Also der Akkuverbrauch war gering gewesen, also keine Probleme, die Tour zu bewältigen. Die
Gegend war auch toll. Manchmal ein bisschen eintönig mit den vielen Äpfeln, aber ansonsten wunderbar. Wir hoffen, der Film hat euch gefallen und hat euch vielleicht ein paar Anregungen gegeben für eigene Touren. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen oder abonniert den Kanal. Und wir würden uns freuen, euch bei uns im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Eure Tourenradler on Tour.